Einfach mal übers Wochenende raus ins Grüne fahren, das ist für einige Menschen in unserem Land fast unmöglich. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge dürfen sich nämlich nur in dem Bundesland aufhalten, in dem sie registriert sind. Das wird durch die sogenannte Residenzpflicht geregelt. Also wer in Potsdam wohnt, der darf nicht mal nach Berlin reisen. Brandenburg will erreichen, dass diese Regelung gelockert wird, damit ein Berlin-Besuch nicht gleich zur Strafsache wird. Eigentlich will sie nur zur Schule, nach Berlin. Doch für Elsa ist jede Fahrt ein Versteckspiel. Sie wohnt in einem Asylbewerberheim, irgendwo in Brandenburg. Wenn sie das Bundesland verlässt, drohen ihr eine Geldstrafe und im Wiederholungsfall sogar Gefängnis. Deswegen zeigt Elsa uns ihr Gesicht nicht. Die Angst geht nie weg. Besonders schlimm ist es, wenn Polizisten in meine Richtung laufen. Aber ich will mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist meine Bildung. In Berlin, 2 Stunden später, Erleichterung. Elsa ist Anfang 20. Vor 4 Jahren floh sie aus Afrika nach Deutschland und beantragte Asyl. In Berlin holt sie jetzt die mittlere Reife nach. Eine Erlaubnis hat sie bei der Ausländerbehörde beantragt. Genehmigt wurde sie aber nicht. Begründung, sie könne sich in Brandenburg eine Schule suchen. Dort fehlen aber Angebote, speziell für Menschen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Die gibt es nur in Berlin. Nach dem Abschluss möchte sie hier am liebsten auch eine Ausbildung machen. Ich habe mich hier irgendwie integriert. Wenn ich mich weiterbilde, kann ich arbeiten, mich aufrechthalten und ernähren. Und dann lebe ich. Aber es wird mir nicht so leicht gemacht. Deswegen geht Elsa nach der Schule regelmäßig in einen Treffpunkt für junge Flüchtlinge in Moabit. Hier hat sie von der Schule für Migranten erfahren. Offiziell in die Hauptstadt reisen darf sie aber erst, wenn ihr Asylantrag anerkannt würde. Und das kann dauern. Bis zu 8 Jahre. In ihrem Heim wäre sie zum Nichtstun verurteilt. Bevor ich zur Schule gegangen bin, habe ich viel geweint. Es ist so ein Routineleben. Man wacht auf, kocht, isst, wartet, bis es Abend wird. Und dann noch einmal alles von vorne. Davon werde ich depressiv. Die Brandenburger Landesregierung möchte Asylbewerbern Fahrten nach Berlin grundsätzlich gestatten. Doch dazu müsste Bundesrecht geändert werden. Eine entsprechende Initiative will sie auf der Innenministerkonferenz ergreifen. Schon zuvor sollen die Ausländerbehörden Fahrten großzügiger genehmigen. Der Flüchtlingsrat klagt, bis es soweit ist, machen sich Asylbewerber weiterhin strafbar. Was wir auf jeden Fall fordern, ist, dass die Strafverfolgung bei Residenzpflichtverstößen ausgesetzt wird, bis die Gesetzesänderungen in Kraft treten. In Berlin hat Elsa Freunde gefunden. Sie geben ihr Kraft und die kann sie auch gut gebrauchen. Es wird noch eine Weile dauern, bis sie ohne Sorge zwischen Berlin und Brandenburg pendeln kann.